Der nach einer islamkritischen Predigt in die Schusslinie geratene Bremer Pastor Olaf Latzl erhält massive Kritik, aber auch Rückendeckung von Evangelikalen. Die Vorsitzende des evangelischen Arbeitskreises der CDU in Bremen, Elisabeth Motschmann, hält die Predigt für unverantwortlich. Die polemischen Beschimpfungen anderer Religionen schaden in hohem Maße dem Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, um den wir gerade jetzt so ringen, sagte sie der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Unterstützung erfährt Latzl hingegen von Pfarrer Ulrich Pazzani, dem früheren Leiter der Evangelisation Pro Christ. Er sei erschrocken darüber, wie entstellend Latzls Worte in Zeitungen wiedergegeben worden seien. Er habe Christen klar dazu ermahnt, Muslimen mit Nächstenliebe zu begegnen. Der Schreckensherrschaft der radikal-islamischen Terrororganisation Boko Haram in Westafrika soll jetzt eine afrikanische Eingreiftruppe ein Ende bereiten. Die Afrikanische Union hat am 29. Januar in Addis Abeba beschlossen, mindestens 7.500 Soldaten in die von den Terroristen heimgesuchten Gebiete zu entsenden. Der Name Boko Haram heißt übersetzt, westliche Bildung ist Sünde. In den vergangenen 5 Jahren haben die Terroristen mehr als 10.000 Personen umgebracht, vor allem Christen und gemäßigte Muslime. Schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Der Präsident des nigerianischen Baptistenbundes, Samson Ayokunle, beklagt, dass Nigeria im Kampf gegen die islamischen Terroristen weitgehend auf sich gestellt sei und fordert ein stärkeres Eingreifen der internationalen Staatengemeinschaft. Christen sollen mutiger sein, sich nicht immer der kirchlichen und gesellschaftlichen Mehrheitsmeinung anzuschließen. Diese Ansicht des Rolf Sohns, der Rektor des Albrecht-Bengel-Hauses in Tübingen. Der Theologe verwies auf dem diesjährigen Turmtreff des Albrecht-Bengel-Hauses auf den Propheten Daniel. Dieser sei ein gutes Beispiel für ein standhaftes Leben aus dem Glauben. Sehen Sie dazu einen Kommentar von Rolf Sohns. Ich nehme als Beispiel sehr gerne den Propheten Daniel. Als junger Mann in einer sehr fremden Gegend in Babylon. Und er stand doch ganz treu zu seinem Glauben. Ich würde sagen, es ist das Gebet, das Bekenntnis und auch die Bereitschaft zu leiden, um diesem Anpassungsdruck zu widerstehen. Wir erleben ihn zurzeit sehr häufig in ganz verschiedenen Bereichen. Der Mainstream, kirchlicherseits, gesellschaftlicherseits, ist eben anders geprägt. Und da denke ich, dass wir uns als Christen auch so eine Türe aufhalten müssen, wo unser Bekenntnis Raum gewinnt, unser Bekenntnis zu Jesus Christus.